Wir mieteten ein 4x4-Fahrzeug, um die Einmaligkeit des Hochlandes von Island zu erkunden. Anfänglicher Ausgangspunkt unserer Touren über Schotterpisten und quer durch Bachläufe war Raunajar, ein kleiner Ort im zentralen Hochland. Um uns einerseits mit dem Fahrzeug, andererseits mit dem Überqueren von Bachläufen respektive Furten vertraut zu machen, entschlossen wir uns, eine Tour auf der Straße F208 von Raunajar via Landmanna Laugar nach der Schlucht El Gia und zurück zu unternehmen. Bereits einige Kilometer außerhalb von Raunajar erfolgt der Abzweiger nach Landmanna Laugar. Wie Landmanna Laugar gibt es keine Furten. Bergkämme künden das Dorf Ajökull-Massiv an. Landmanna Laugar ist beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen und mehrtägige Trekkings. Die Zufahrt zum Camp wird durch zwei Wasserläufe getrennt. Nicht nur für uns, sondern für viele Touristen sind diese die ersten Trainingseinheiten im Durchwaten, respektive Furten von Wasserläufen. Nach dem kurzen Abstecher nach Landmanna Laugar geht es definitiv Richtung El Gia. Hier die erste, aber auch einzige Brücke der Tour über einen Fluss. In der näheren und weiteren Umgebung der Piste gibt es viel Natur zu bewundern. Nach einigen Kilometern die erste Lagebeurteilung vor einer Furt. Das war da am tiefsten, ne? Bald stehen wir vor der zweiten Furt. Zwischen den Furten immer wieder beeindruckende Ausblicke. Jetzt folgen etwa 10 kleinere und größere Furten Schlag auf Schlag. Aha. Von diesen zeigen wir eine Auswahl. Wo geht es weit? Strasse weiter? Ah, dort hin. Ja, gut. Wieso sind wir gegangen? Auf den letzten paar Kilometern hat sich das Wetter verschlechtert.
Bei der Ankunft in El Gia beginnt es zu regnen. Schon bald geht es zurück nach Rauneyar mit einer zweiten Durchquerung der Furten.